mobilen Speicher genutzt werden. 30% scheint nicht zu hoch. Kommen Sie bei 1 Million etwa auf 2,5 Gigawattstunden. Kann man sich nichts vorstellen. Was man sich vorstellen kann, das sind heute in Deutschland insgesamt 40 Gigawattstunden an Pumpspeicherwerken installiert. Das heißt also, mit 2,5% des Autobestandes können Sie 6% der gesamten derzeit installierten stationären Speicher machen. Das gibt Ihnen ein Gefühl, dass da Potenzial ist. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn wir in die Energiewende eintreten wollen, denn die macht ja eigentlich nur Sinn, wenn wir tatsächlich Erneuerbare schaffen und nicht Kohle oder Gas. Und das bedeutet, wir müssen mit dieser Volatilität umgehen können. Und deswegen meinen wir, dass diese Wende eher für Elektromobilität und nicht dagegen spricht. Nun, der zweite Punkt, der uns wichtig war in der Plattform, war, nicht dort zu bleiben, wo die Regierung Leitmarkt gesagt hat. Das war ja am Anfang das Ziel. Wir haben dann auch durch unsere Akademie den Begriff Leitanbieter reingebracht, weil wir der Meinung waren, es ist sicherlich für Deutschland besser, wenn 1 Million deutsche Autos weltweit fahren, als wenn letztendlich, ich sag mal, in Deutschland nur ausländische Autos fahren. Und von daher gesehen haben wir das kombiniert. Sie haben gesehen, das ist ja auch aufgegriffen worden. Auch die Kanzlerin hat das immer im Zusammenhang gesagt. Und wichtig ist bei Leitanbieter, ich komme nachher dazu, dass es nicht darum geht, dass dann nachher das, was vielleicht hier gefördert werden soll, im Ausland produziert wird. Die Sorge haben ja viele, das hat man im Solarbereich gesehen, dass plötzlich alle die Dinge aus China kommen. Ich kann aber versichern, ich nehme an, Herr Zetsche müsste es auch gemacht haben, ich war auch im VDA, wo nun wirklich alle Chefs dabei waren, wir haben das gestern auch nochmal besprochen und es ist ganz klar gesagt worden, dass man davon ausgeht, dass, die Zahl wurde 70% gesagt, wurde aber das viel mehr, also wahrscheinlich 80% und mehr dessen, was wir dort besprechen, wird in Deutschland produziert. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Das geht natürlich auch nur, das muss man auch so offen sagen, wenn gewisse Förderung da ist. Man sagt immer, das geht so von selbst. Man vergisst, es gibt Wettbewerb und der Wettbewerb ist der Standorte. Und wenn Sie sehen, was heute große Standorte, die eigentlich viel höhere Wirtschaftskraft haben, wie die USA und wie China, an Anreizen geben, damit dort produziert wird, dann kann man nicht einfach sagen, naja, dann werden die schon als Gutmenschen es hier machen. Denn die müssen letztendlich auch ihren Aktionären gegenüber Stellung beziehen. Also von daher gesehen muss man auch das verstehen, wenn bestimmte Grundförderungen in F&E in Deutschland gemacht wird, und darüber haben wir uns verständigt, hat sich die Industrie committed, die entsprechenden Fabriken hier zu bauen. Und ganz wichtig im Zentrum war natürlich damals auch eben das Thema Batterie. Wir haben schon im ersten Entwurf gesagt, eine integrierte Batterieproduktion in Deutschland ist sinnvoll und richtig. Das war übrigens am 3. Mai, als wir uns getroffen haben, noch nicht allgemeines Verständnis, weil man dachte, die Zellen sind ja Commodities, die hole ich mir aus Asien und baue hier die schönen komplizierten Batterien, da sind die Deutschen gut drin. Aber die Briten natürlich große Wertschöpfung und wenn sie die Fabriken hier haben wollen, dann sollten sie das auch hier machen. Gut. Also das sind so eigentlich die Ziele, die wir hatten. Und die nationale Plattform hat dann natürlich gesagt, bei Leitanbieter, oder erstmal vielleicht nochmal, wie viele Leute sind wir? Sie haben das ja gehört, wir sind 150. Als ich das Amt bekommen habe, ziemlich spät, war etwas überrascht, haben die ersten Kollegen gesagt, passt mal bloß auf, das kann ja kein Mensch organisieren, hau da mal richtig ein, mach mal eine schlanke Organisation drauf. Da habe ich gesagt, ich werde gar nichts tun, das war schon mal ein Kraftakt, überhaupt auf diese 150 zu kommen. Man darf nicht vergessen, viele Leute, die sich beworben haben, wurden ja auch ausgeladen. Insofern ist das so ein gewisser Eiertanz. Ich muss sagen, im Nachhinein hat es sich eigentlich besser bewährt, als ich gedacht hatte. Wir haben sehr, sehr gute Vorsitzende gehabt bei den Arbeitsgruppen. Es ging sehr professionell zu. Und ich muss sagen, heute trotz allem, was in manchen Zeitungen steht, der Lenkungskreis hat alles, was wir beschlossen haben, einmütig beschlossen. Und ich würde mal sagen, wir kommen, wenn wir mal über die 150 Teilnehmer gehen, auf sozialistische Mehrheiten, also 90% plus in der Zustimmung. Wenn es die eine oder andere Stimme gibt, die das vielleicht anders sieht, ich glaube, bei 150 ist das zu verschmerzen. Nun, Leitanbieter noch einmal, vielleicht zwei Punkte. Ich hatte gesagt, wir wollen weltweit in den Key-Schlüsseltechnologien führend sein, deswegen die Batterie so wichtig, nicht einfach exportieren. Das liegt daran, es gibt neue Wertschöpfungsnetze, nicht nur die alten, wird der Spiegelberg sicherlich auch erzählt haben. Und man muss einfach am Anfang gucken, wenn solche Paradigmenwechsel sind. Ich kenne das aus der IT-Industrie, dass Integration ein Vorteil ist.
Erst bei etablierten Industrien wird es sein, dass die Arbeitsteiligkeit wieder zugeht und man sagen kann, bestimmte Dinge importiert man. Aber gerade wenn neue Dinge kommen, ist die enge Kooperation der, die alle an der Kette sind, entscheidend. Und da ist Deutschland natürlich stark, da können wir stärken, weil wir haben die Hersteller, wir sind stark im Maschinenbau, die Ausrüster stark im Maschinenbau. Wir wollen starke Hersteller bekommen. Wenn wir die also zusammenbringen, haben wir eine gewisse Stärke und können das erreichen. Ein anderer Punkt, der auch gerade in Gewerkschaften, Herrn Huber, sehr wichtig war, Recycling. Ich meine, wir alle wissen, wenn man die Zahlen mal hochrechnet, die Rohstoffe, die wir bräuchten, wenn wir die ganzen Motoren wickeln und so weiter, da muss man ganz schön viel aus der Erde buddeln. Und die Ersten sagen schon, das wird es gar nicht geben. Also ist klar von vornherein, dass Kreislaufwirtschaft wichtig ist. Und deswegen haben wir auch einen Leuchtturm gemacht, Recycling. Also Recycling wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein. Ich muss aber auch sagen, weil das immer außerhalb diskutiert wird, natürlich gibt es auch ganz große Programme, auch von der Bundesregierung, was Werkstoffe betrifft. Ich meine, wenn man heute auch aus Akademie herausgeht und sie einlädt von der Presse und sagt, wir machen mal ein Symposium über Materialwirtschaft, kommt kein Schwein. Dabei ist es eins der interessantesten Themen und eins der mit dem größten Hebel. Auch hier. Denn es ist eine Sache, ist Recycling und die andere ist Alternativen zu finden. Das kriegen sie nur durch Materialwirtschaft, durch so ganz langweilige Themen wie Chemie und so weiter. Die Elektrochemie wird ja auch wieder so ein ganz populäres Fach. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich möchte auch noch darauf kommen, dass natürlich Normung wichtig ist. Auch dort haben wir einiges getan, weil letztendlich dann doch Standards de facto gesetzt werden. Also einmal früh mitreden können, deswegen so eine Normungsroadmap. Nicht, dass unsere Politik A sagt, die Wirtschaft sagt B und ein dritter Kluger sagt C, sondern wir müssen in den ausländischen Gremien mit einer Stimme reden, sonst kriegen wir unsere Sprache nicht durch. Und die Ausbildung war uns auch wichtig. Viele sagen, na gut, das ist notwendig, sonst könnte er nicht produzieren. Wir sollten aber nicht vergessen, je mehr und je früher wir gut ausgebildete Wissenschaftler und Fachkräfte in Deutschland haben, desto mehr ziehen wir auch ausländische Investoren nach Deutschland. Und es ist ja, wenn wir sagen, in Deutschland produzieren, heißt das ja nicht unbedingt, das sollen deutsche Firmen sein, die in Deutschland produzieren. Ich sage mal, asiatische Firmen, die in Deutschland produzieren, sind ja auch willkommen. Muss ja nicht immer bei denen sein. Und das geht natürlich, wenn die richtigen Fachleute hier sind. Also insofern ist gerade Ausbildung, Qualifizierung wichtig. Beim Leitmarkt vielleicht noch zwei klärende Dinge. Es war interessant, dass trotzdem gestern wieder die Diskussion kam, ja, was zählen wir denn eigentlich bei der Million? Also deswegen sage ich es hier sicherheitshalber nochmal. Das sind eben nicht nur batterieelektrische, sondern auch Plug-in-Hybrids und die mit Reichweitenverlängerer. Also die drei. Das ist so festgelegt worden auch im ersten. Und gestern war die Frage, warum wir nicht auch Brennstoffzellen dazu zählen. Na gut, von mir aus tun wir die auch noch da rein, weil die ja an sich ähnlich sind, wenn es um die Emissionsziele geht. Aber die stehen im Zentrum und ich sage es deswegen, weil gerade, ich sage mal, wenn es zu der Million geht, natürlich etwa 40-50% Plug-in-Hybrid sein werden. Gut. Zweiter Punkt noch an der Ecke beim Leitmarkt. Infrastruktur spielt eine Rolle. Bedarfsgerechte Infrastruktur. Ich will nachher noch ein paar Takte sagen. Das ist sicherlich kein triviales Thema. Und da haben wir auch ein paar Aussagen dazu gemacht. Nun, wie nähert man sich dem Ganzen? Eigentlich im Rückblick trivial, aber es war schon interessant, dass wir zwei Sitzungen gebraucht haben, bis wir uns auf die drei Phasen geeinigt hatten. Ja, das ist immer so. Das sind verschiedene Branchen und jeder hat etwas andere, einen anderen Zyklus. Und sich dann zu einigen, kommen, wir reden alle mit 14, 17, 20. Es war nicht eine Minute Arbeit, aber wir haben uns geeinigt, wir gehen an das Ganze mit drei Phasen ran, bis 14 Marktvorbereitung, dann Phase 2 bis 17, wir nennen das Markthochlauf, 3 der beginnende Massenmarkt. Wichtig ist natürlich klar, in der ersten Phase wird der Fokus legen auf Ausbildung, Forschung, Entwicklung auf den Schaufenstern. Am Ende werden vielleicht 100.000 Fahrzeuge da sein, das ist die Planung, also da muss man vorne investieren. Die zweite wird die kritische sein. 14 bis 17, weil von 100 auf 500, da muss man das, was jetzt vielleicht vom Regierungsprogramm kommt, nochmal überdenken. Nach allem, was wir sehen, kann ich mir kaum vorstellen, dass das ohne irgendwelche Kaufanreize gehen wird. Es sei denn, es wird sich Fundamentales ändern in den Annahmen, Ölpreis etc. Das kann natürlich immer passieren, aber das kann man ja monitoren. Aber nach allem, was wir heute wissen, wird das die kritische Phase sein. Da geht es also darum, genügend Fahrzeuge in den Markt zu kriegen, genügend Infrastruktur. Und wenn wir das schaffen, dann kommt man relativ in der dritten Phase schon zu einem selbsttragenden Markt, was wir ja wollen. Wir wollen ja nicht auf Dauer subventionieren, wie es so schön heißt, sondern wir wollen ja nur den Markt ein bisschen anschubsen. Ich sage immer, so ein kleiner Hügel, da muss man rüberkommen und dann läuft das Ganze von selber.
dann ist das ein gutes Modell. Wenn das dauernd geschoben werden soll, sollte man gar nicht erst anfangen. Und so ist das hier auch. Wir kommen dann in einen selbsttragenden Markt hinein. Und wir haben auch festgestellt, dass dann der Staat ab 18, ich habe das gestern auch gesagt, mehr Geld einnehmen wird aus der Elektromobilität, als er ab dann vielleicht noch investieren muss. Und das ist ja gut. Also als CEO von früher habe ich gesagt, es rechnet sich, da kann ich vielleicht meinen Haken drunter setzen. Und wir haben auch in der Mischung drei Typen von Fahrzeugen gesagt. Wir haben gesagt, es wird wohl eine Mischung sein von Stadtfahrzeugen, das sind die rein batterieelektrischen, von Nutzfahrzeugen, vielleicht 5% am Ende, also leichte Lieferwagen, die so mit den letzten 20 Kilometern in der Stadt, in der Innenstadt reingehen können. Das war vielen sehr wichtig und das Familienfahrzeug sind dann eben die Reichweitenverlängerer oder etc. Gut. Nun, das strategische Vorgehen, ich sag mal für Leitanbieter, sind diese vier Punkte. Ich hatte viele genannt, möchte einen noch sagen, die Rahmenbedingungen sind wichtig. Das hat man sehr stark insbesondere auch von den Mittelständlern gehört, die natürlich sagen, wenn sie so in so einer 20er-Gruppe sind, so jede AG haben 20 Leute und dann gehen sie in die Arbeitsgruppe Batterie ein und dann geht so ein bisschen so eine Aufbruchstimmung, ja, wir machen in Deutschland integrierte Batterieproduktion, ich stehe bereit, ich nehme Geld in die Hand, aber, und jetzt kommt, ich brauche vernünftige Rahmenbedingungen, ich brauche Investitionssicherheit. Meine viele, gerade von den kleineren, nehmen ihr eigenes Geld in die Hand. Das ist übrigens auch einer der Gründe gewesen, weswegen trotz dieser ganzen Diskussion, die wir haben, Anreize oder nicht, wenn der Staat zumindest teilweise am Anfang etwas mit reingeht, für diese Investoren es auch eine Art Sicherheit gibt, ist ein Commitment da. Das ist beim Unternehmer auch so, sind sie mit ihrem eigenen Geld drin oder bei Mitarbeitern. So ein bisschen ist das hier auch der Fall. Nee, meinen die das wirklich ernst? Darf man nicht, das psychologische Argument sollte man nicht ganz wegtun. Wichtig auch bei Forschung und Entwicklung vielleicht, Sie haben ja gesehen, die Kosten sind ja bei weitem zu hoch. Und jetzt wird natürlich die Frage sein, dass wir die Kosten schnell runterbekommen. Und da sind zwei Dinge wichtig, die richtige Forschung und Entwicklung am Anfang, deswegen ist Klotzen hier richtig. Aber wir müssen auch, und da kommt der Leitmarkt rein, genügend Stückzahlen kriegen. Was ich gehört habe, was auch natürlich schon mal ein Erfolg war, auch wieder der Gruppe Batterie, man hat sich im Laufe der Arbeit in der NPE schon darauf geeinigt, bestimmte Standardisierung vorzunehmen. Also gerade bei den Batteriezellen auf drei Größen, um auf diese Weise Stückzahl zu kriegen, selbst wenn in Deutschland verschiedene herstellen würden. Aber solange man an der Ecke, wo es Commodity ist, sich standardisiert, kommen sie natürlich auch schneller in die Stückzahlen rein. Also das sind auch so Kleinigkeiten, die dann abfallen, die man vorher nicht hatte. Stecker wurde gestern natürlich auch wieder geredet, die Standards. Herr Menekes hatte seine ganzen 5 Stück so in der Hand. Alle waren sich einig, auch das wird Herr Zetsche gesagt haben, dass die Automobilindustrie in Europa auf diesen einen Stecker fokussiert ist. Es ist wohl noch die Energiewirtschaft, die da ein bisschen verhalten ist in einem bestimmten Nachbarland. Müssen wir mal gucken. Und dann war noch das Thema Qualifizierung. Insofern für uns positiv, als sich herausgestellt hat, als wir gestartet sind am 3. Mai, war die Sorge, wir brauchen nicht nur mehr Lehrstühle, wir brauchen nicht neue Masterstudiengänge, Elektrochemie und Elektromobilität, sondern wir brauchen auch neue Berufsbilder. Und das hat sich relativ früh herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Wir brauchen nur neue Module in bestehenden Berufsbildern. Insofern können IHKs auch dieses Jahr anfangen. Und das ist eine ganz wichtige Nachricht für die Gewerkschaften, weil sie auf diese Weise ihre Mitglieder mitnehmen können. Das ist auch natürlich für die Firmen wichtig, weil man natürlich der normalen Belegschaft sagen kann, keine Angst, das geht nicht gegen deinen Arbeitsplatz und da kommen neue, sondern hier gibt es schnelle Weiterqualifizierungsmaßnahmen, die dir auch viele Chancen erübrigen. Nun, die Punkte Industriepolitik sind natürlich auch groß diskutiert worden. Das ist ja immer so eine Frage, Ordnungspolitik, da liegt es an den Parteien, mit denen man redet, wie weit die Ordnungspolitik nach vorne geschoben wird. Wir haben uns auf zwei Dinge dort verständigt, man kann das nachlesen, relativ viel. Das eine ist, wir wissen, dass wir eigentlich nichts genau wissen, viel Unsicherheit. Ich hatte das ja gesagt, Ölpreis etc. Und insofern war der Ansatz, ein Portfolioansatz zu sagen, wir versuchen möglichst viele Maßnahmen zu diskutieren, Eventualitäten, sodass die Entscheidungsträger aus diesem Instrumentenkasten sich dann jederzeit immer adaptiv das richtig zusammenbauen können. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Und der zweite war, dass wir beim Wettbewerb gesagt haben, wir wollen Wettbewerb fördern, wir wollen keinen Subventionswettlauf, wir wollen allerdings ein vergleichbares Wettbewerbsumfeld. Also wie man schön deutsch sagt, level playing field. Nun, bei der Forschung und Entwicklung hat
aus meiner Sicht haben die Arbeitsgruppen einen enorm guten Job gemacht. Das erste war Technologie-Roadmaps über alle Branchen bis 2020. Da hat man gefragt, was brauchen wir alles, um die zu verfüllen? Was ist das? Riesenmenge an Projekten reingekommen. Das Gute ist, ich habe gesagt, eine bessere Peer Group kann man nicht haben. Da sitzen ja auch Wettbewerber, dann wurde erstmal gesiebt, was wirklich durchkommt. Deswegen meine ich, was da durchgekommen hat, wahrscheinlich einen höheren Qualitätsstandard als jede Behörde, die das jetzt noch qualifizieren könnte oder sonst wer, sondern das ist ja schon durch so ein gegenseitiges Reiben gewesen. Und dann hat man gesagt, so jetzt packen wir die alle zusammen, vernetzt in einige wenige Leuchttürme und hat sich dann eben auf diese 6 Leuchttürme geeinigt, von denen Sie wahrscheinlich auch gehört haben. Die haben wir dann auch bewertet. Wir haben Geld da dran geschrieben und sind zu diesen berühmten 4 Milliarden gekommen, die dann sofort aufgeschrieben wurden, als wir fordern 4 Milliarden Subventionen, was A, falsch ist, weil es keine Subvention ist, da ist sehr viel Grundlagenforschung dabei, die eh gefördert wird in den Universitäten, aber viel wichtiger ist, keiner fordert 4 Milliarden, das ist ein Gesamtprogramm. Ich bin mal gefragt worden, wie viel Förderung dann sein sollten, habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich entscheide das nicht, aber so im Schnitt sind das 40%, nehmen wir das mal heute auch, egal wie, dann kommen Sie etwa auf 1,5 bis 1,6 Milliarden für 3 Jahre. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich eigentlich sehr froh, dass die Bundesregierung jetzt mit der 1 Milliarde für 2 Jahre bei Forschung und Entwicklung, wenn man das pro Jahr macht, eigentlich das getroffen hat. Also an der Ecke haben wir guten Response bekommen und ich glaube, diese Sache wird auch gut vorangehen. Nun wollte ich 2 Punkte ganz klein bisschen tiefer gehen, aber nicht zu sehr, weil es war interessant, dass die Bundeskanzlerin insbesondere ihr am Herzen lag, das Thema natürlich Batterie und Infrastruktur. Und wir haben jetzt zu jedem Leuchtturm was gemacht, nur ganz kurz. Bei Batterie ist es ganz wichtig, über die Produktion habe ich geredet, dass wir natürlich eine duale Strategie machen. Das muss man immer wieder wiederholen. Ursprünglich gab es mal den Gedanken von einigen, wir fangen mit dem Bestehenden gar nicht an. Lithium-Ionen kann jeder, die Asiaten eh schon ein bisschen besser. Was sollen wir uns hinten anstellen? Wir machen gleich Leapfrogging, also wir überspringen, gehen auf die nächste Generation, dann sind wir Nummer 1, das ist es. Das passt nicht, denn die bestehende Lithium-Ionen wird nur etwa 15 Jahre im Markt sein, bis etwa 25. Das heißt, das ist ein schon verdammt langes Leapfrogging, wo du dich da aus dem Markt rausziehst. Und das zweite Argument ist, ein Großteil des Vorsprungs, den die Asiaten heute haben, liegt an den Produktionstechniken. Und diese Produktionstechniken sind nicht so 100% anders, wenn ich auf Lithium-Schwefel oder Lithium-Luft gehe, was die nächste Generation ist. Also da muss man gucken, dass man hier in Prozessen, Produktionstechnik dranbleibt, parallel Grundlagenforschung macht bei den anderen nächsten Generationen, so ist das aufgesetzt, und ihm ein Gefühl zu geben, dass sich das auch lohnt, haben wir in unserem Bericht die Energiedichte mal diese Grafik aufgezeigt. Ich habe sie auch hier bei mir. Und der Sprung in der Energiedichte wird etwa zwischen einem Faktor 5 und 6 sein, wenn Sie auf Lithium-Luft gehen. Was heißt ein Faktor 5 bis 6? Sie können entweder mit der gleichen fetten Batterie 5 bis 6 Mal weiterfahren. Das wären statt vielleicht 150 bis 200 plötzlich 1000. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Sie können das intelligenter machen, Sie können sagen, ich fahre vielleicht doppelt so weit oder 2,5 mal so weit und bin ich auch bei 400, 500 und bei dem Rest nehme ich eine halb so große Batterie und dann kostet es auch nur halb so viel. Das heißt, Sie werden mit dem Faktor optimieren können, Reichweite und Kosten. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Sie natürlich von den Insidern der Hersteller hören, dass Sie schon glauben, dass sich das letztendlich durchsetzt. Denn wenn das sich durchsetzen würde mit dem Faktor, dann gibt es auch keinen Grund mehr, warum man noch einen Reichweitenverlängerer braucht oder so. Dann setzt sich die Batterie durch. Also es lohnt sich da jetzt wirklich reinzuklotzen, das hinzubekommen. Gut. Das zweite war Infrastruktur. Und bei Infrastruktur ist es interessant, wir haben ja IKT und die Ladeinfrastruktur zusammengepasst. Und das liegt natürlich daran, weil es ja nicht nur um die Autos geht. Wir wollen ja eigentlich, wie das so schön heißt, Smart Cars, also intelligente Autos, gekoppelt an ein intelligentes Energiesystem, gekoppelt an ein intelligentes Verkehrssystem haben. Das ist ja die Gesamtbild. Und die Kopplung ist IT, nichts anderes. Das geht logisch. Und da muss man auch nichts neu entwickeln, sage ich immer. Ich kenne nun die Branche ganz gut, aber sie brauchen Referenzarchitektur. Das ist schwierig, dass sich alle diese einigen auf bestimmte Schnittstellen. Wie ist das aufgebaut? So einen großen Architekturplan, wie so ein Stadtbebauungsplan, das fehlt. Da wird auch dran gearbeitet. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, will ich heute nicht vertiefen, weil hier vielleicht die anderen Experten sind. Es gibt natürlich in Deutschland eine Riesenkompetenz im Bereich Embedded Systems.
Also eingebettete intelligente Systeme. Da sind wir ganz führend vorne, wo wir also kleine Prozessoren haben, in die Steuerung rein und das wir heute schon bei Assistenzsystemen im Auto nutzen. Die Technik sind wir gut. IT sind wir gar nicht so gut, aber da sind wir gut. Und der nächste Schritt von Embedded Systems wird sein, das Schlagwort heißt Internet der Dinge. Vernetzung mit dem globalen Internet dieser Dinge etc. Und diesen Übergang zu schaffen, da ist noch einiges zu tun, aber noch viel auch im Wettbewerb zu holen. Insofern geht das hier Hand in Hand. So ein, ich sag mal, Smart Grid ist auch schon so etwas wie ein, nicht ganz, aber fast ein Internet der Dinge, sagen wir mal Internet der Energie. Zweite bei der Infrastruktur ist, wie sich die Ladepunkteentwicklung technologisch, da haben wir gute Aussagen bekommen. Vielleicht noch nicht ganz so zufriedenstellend, wenn es um Berührungsloses geht, also wenn man da die Zahlen hört, wie viel Kilowatt da geladen werden, da sind wir, weiß ich, bei 3,7 oder was, 20, das ist noch nicht so besonders toll, außerdem ist die Effizienz auch nicht so gut, aber sicherlich ein tolles Thema, sollte man weiter dran gehen. Klar ist aber, wir kriegen ab 14 mehr Ladepunkte im öffentlichen Bereich, das zeigen die ganzen Modelle. Und wenn man dort nicht diskriminierend sein will, müssen wir dort aufbauen. Und man kann das offen sagen, es gibt heute noch kein kommerzielles Modell, das es erlaubt, dass ein Privatinvestor das tun würde. Es rechnet sich derzeit weder in der Investition, das wird ja noch gehen, noch im Betrieb. Das ist das Schlimme. Halb öffentlich, ja. Und insofern haben wir auch gesagt, in der ersten Phase schadet es nicht. Das sind ein paar wenige. Sollte man weitergehen. Wir müssen aber für die zweite und dritte Phase mehr Gehirnschmalz reinstecken in alternative Geschäftsmodelle. Das soll in den Schaufenstern ausprobiert werden. Und parallel vielleicht doch nochmal gucken, ob man nicht, wenn Schnellladen, ich sag mal, weiter vorankommen, wir nicht doch Tankstellen ähnliche Ladestationen bekommen. Ich meine, die sagen heute, bis 15 schaffen wir 60 Kilowatt. Das würde 1 pro Minute bedeuten. Das ist bei einer 16, wenn es bei einer 20er Batterie 16 laden, 16 Minuten schon ganz gut. Wenn man das Doppelte schaffen würde, wären wir da, wo man hin will. Das ist nicht ausgeschlossen. Und dann denkt man ja wieder an was anderes. Nicht, dass überall so ein Ding steht, sondern da könnten sie es ja auch an die gängigen Infrastrukturen rantun. Also da ist noch ein bisschen Spielraum für sie. Gut. Dann gehen wir mal zum Schluss, das lasse ich mal jetzt alles weg, das wird ja alles viel zu viel hier, zum Markthochlauf, Leitmarkt. Das war auch ganz spannend, weil man glaubt ja gar nicht, wie lange es dauert, bis sich so viele Branchen auf einen Markthochlauf einigen. Man denkt, da geht man an die Tafel und sagt, hier noch ein bisschen mehr, nee, es hat lange gedauert, wir haben aber einen. Und insofern habe ich immer gesagt, zu jedem, der schlau ist, er möge das respektieren, auch wenn einer eine bessere Idee hat. Einmal so eine Kurve zu haben, wo alle ja sagen, das ist schon wert an sich. Kann man natürlich an jedem Kleinen immer zwillen. Und wichtig ist dabei, dass wenn Sie die Mischung angucken, ist die Annahme die, dass wir 40% Private etwa haben werden, 30% rein gewerbliche und 30% mit Dienstwagennutzung. Ich sage das deswegen, weil das natürlich auch widerspiegelt, wenn man nachher darüber nachdenkt, welche Anreize muss man setzen, um die Millionen zu bekommen. Da muss man zunächst mal den Markthochlauf sich einigen. Da muss man wissen, wer sollte kaufen, kann man sich darauf einigen. Und davon können Sie dann ableiten, A, wie viel Ladeinfrastruktur brauchen Sie, denn dann können Sie etwa ableiten, haben die eine eigene Garage oder nicht einen eigenen Stellplatz oder wie viel öffentlich brauche ich. Und das Zweite ist natürlich dann auch, welche Anreize ziehen. Wenn ich mit 30% Dienstwagen rechne und Sie alle wissen, dass Flotten ein Thema sind und auch die öffentliche Hand natürlich ein großes Beschaffungsprogramm machen wird, dann ist es einfach wichtig, eben solche Dinge wie eine Malusregelung, dass plötzlich die Wagen teurer sind und das dann noch mit dem 1% zu belasten, das kann nicht sein. Und solche Dinge sind dann diskutiert worden. Hätte man gesagt, es gibt gar nichts für Dienstwagen, hätte man das nicht hochbringen müssen. Also das war unser Gedanke, als wir dann überlegt haben, wie bauen wir Infrastruktur auf, wie bauen wir die Fahrzeuge auf und was ist eigentlich der beste geeignete Katalog an Maßnahmen, um das auch hinzubekommen. Nun, bei der Infrastruktur hatte ich Ihnen schon erzählt, was dort die Problematik ist. Sicherlich wird eine wichtige Sache sein, dass man von vornherein sich bemüht, gleich gridfähige Infrastrukturen und Fahrzeuge in den Markt zu bekommen, auch wenn wir das erst später brauchen. Also solche, wo wir vielleicht gleich am Anfang gesteuert laden können. Dann hätte man ja schon diese Vorteile, dass wenn, ich sag mal, der Wind weht, die alle laden. Man könnte ja dann abends sagen,
wie früher bei Nachtspeicheröfen, es kommt ja alles wieder, also lad mal dann, wenn es billig ist draußen, in der Zeit fahre ich eh nicht. Das ist relativ einfach. Wichtig wird dann in der zweiten Phase noch das Bidirektionale, dass es also möglich ist, wird eine Weile dauern, bis das Grid auch das kann, dann eben die als Puffer zu nehmen und die teilweise zu entladen, wie es auch Herr Spiegelberg immer sagt, und dann wieder zurückzugeben. Aber wir meinen, es macht Sinn, von vornherein gleich die Technologie so auszulegen. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit einer halbgaren Technologie in den Markt zu kommen, auch für den Kunden. Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und beim Fahrzeug ist es natürlich so, dass wir diese Gesamtkostenmodelle durchgerechnet haben. Es ist klar, die Beschaffung ist teurer, schon aufgrund der Batterie. Das sind heute etwa diese berühmten 800 Euro, die wir dort haben. Na gut, wenn wir die auf 20, auf 250 runterkriegen, ist das Zeug immer noch teuer, aber schon erheblich weniger. Aber wenn ich 20 Kilowattstunden rechne, mal 800, sind sie bei 16.000 Euro. Da ist schon ein Kleinwagen in der Batterie verbaut. Also deswegen, das ist ganz klar, dass es gerade bei den Kleinen teurer wird. Auf der anderen Seite ist der Strom billiger nachher. Man kommt etwa, ich nehme mal Klima, rechne immer nicht rein, rechne ich mal Klima rein, sind wir etwa so bei der Hälfte gegenüber, wenn sie Diesel machen würden, ein bisschen drunter. So dass, wenn man über 4 Jahre rechnet, irgendwie so eine Lücke bleibt für den Betreiber, die relativ hoch ist, die so am Anfang so noch bei 9.000 Euro liegt. Und da kann man sich ausreden, wird es wenige geben, die einfach wegen der Umwelt zuliebe die 9.000 Euro auf ein Stück legen. Die Leute reden zwar gerne, wenn es ans Portemonnaie geht, dann wird das immer ein bisschen anders. Also von daher gesehen ist hier die Frage, wie groß darf die Lücke noch sein und was müssen wir tun, damit sie so ist, dass wir 1 Million erreichen. Das war unsere Aufgabe. Hätte auch einer sagen können, 2 Millionen. Hätten wir vielleicht versucht, das niedriger zu bringen. So. Und die Aussagen, das haben wir gestern auch gesagt, die Modelle zeigen, jedenfalls unsere, dass wir ohne jeglichen Anreiz bei etwa 1,5 Millionen landen werden. Nun kann man sagen, das haben die gerechnet, weil die wollten Anreize haben, das stimmt aber nicht ganz. Man kann mal rumgucken, es gibt auch andere Modelle und die kommen zu ganz ähnlichen Zahlen. Also eins liegt, wir lagen bei 450 und das Beste, was ich kenne, liegt bei 600.000. Na, wenn ich jetzt 1,5 Millionen sage, würden Sie sagen, passt etwa. Also im Schnitt. Kommt zu ähnlichen Größenordnungen und so genau sind die ja ähnlich. Aber wichtig ist die Aussage, wenn wir die Millionen wollen, müssen wir auch dort etwas tun. Das haben wir auch gestern rübergebracht. Sie haben mitbekommen, hier gibt es eine Diskussion. Die Bundesregierung wird hier natürlich auch Antworten geben. In der Presse ist das ja im Wesentlichen schon aufgegriffen worden. Wir wissen ja schon alle, was kommen wird. Bei den nicht monetären Anreizen, das sieht gut aus. Da wird es aber natürlich die Kommunen treffen. Was kann die einzelne Kommune tun? Manche haben Vorteile, andere weniger. Wir haben die sogar bewertet, das war hochinteressant. Das sollte erst nicht bewertet werden, weil die Vereinigten Wissenschaftler in der Gruppe gesagt haben, das kann man nicht, die haben sicherlich theoretisch recht. Und ich habe dann gesagt, das hilft ja nichts, hier geht es um ökonomische Betrachtung. Egal, ich brauche einen Wert. Und dann haben wir uns auf den Wert geeinigt und alle haben zugestanden, wir haben gut gerechnet. Also die Nicht-Monetären wurden hoch bewertet, also die sind schon mal drin. Dann bei den monetären Dienstwagen hatte ich gesprochen, das wird wohl auch von der Bundesregierung so akzeptiert werden. Was wohl nicht so kommen wird, werden auch gesagt, vielleicht zinsgünstige Kredite der KfW für private Käufer und natürlich eine Steuergutschrift. Die werden wir nicht bekommen, das ist ziemlich klar. Müssen wir mal gucken, ob es da Alternativen gibt. An sich war, ich sag mal, die Fördersumme, die wir ausgerechnet hatten für 3 Jahre, gar nicht so viel. Es waren etwa 220 Millionen. Das ist im Gesamtpaket meiner Meinung nach verschmerzbar. Aber hier wird es wohl weniger geben. Wir werden wohl ein Beschaffungsprogramm kriegen. Das ist gut, ein größeres, als wir gedacht hatten. Und müssen da mal gucken. Wichtig aber, und das ist, glaube ich, die Aussage von gestern, die Sie auch aus der Pressekonferenz mitgenommen haben, auch die Bundesregierung sieht, man muss diese Dinge Schritt für Schritt angehen. Man muss das beobachten. Man muss die Annahmen testen. Man muss sehen, wie ist unser Fortschritt. Man darf sich nicht verschließen. Dann, wenn man merkt, dass das, was man getan hat, nicht ausreicht, um die Ziele zu erreichen, nachzulegen. Das kann ja in beide Richtungen sein. Das kann positiv sein, dass man weniger macht. Das muss man aber auch offen sein zu sagen, wenn es gar nicht anders geht, dass man auch etwas mehr macht. Ich habe diese Bereitschaft mitgenommen. Ich halte das für ein richtiges Vorgehen bei Unsicherheit. Auch wir hatten einige Maßnahmen erst ab 2013 vorgeschlagen. Und das ist der Grund, warum 2 Dinge auch jetzt noch passieren werden, die am Ende des Berichtes ist. Es wird die NPE weitergeben. Wir werden also schlanker zusammenarbeiten, aber genau dieses tun, also jährlich einen Fortschrittsbericht erstellen und gucken, was aufgrund der Erkenntnisse des Jahres
an Konsequenzen und Schlussfolgerungen zu ziehen ist. Ich glaube, das ist wichtig. Man kann nicht heute einen Plan machen, sagen, das war's und noch nicht mal für 10 Jahre. Das funktioniert nie. Aber ich glaube, so ein jährliches Monitoring ist gut, wird man sich ein paar Mal treffen und ihn auch veröffentlichen. Und dazu muss man natürlich auch eine Spielwiese haben. Und ich will das nicht negativ sagen, aber die Schaufenster, die wir machen wollen, sind ja zweierlei. Sie sollen ja zum einen im positiven Sinne, muss ich nochmal sagen, im positiven Sinne, nicht im politischen, ich sag mal, darlegen der Öffentlichkeit, aber eben auch den ausländischen möglichen Kunden, dass Deutschland hier technologisch führend ist, dass wir das Thema begriffen haben, dass es hier nicht nur um Autos geht, sondern es geht um Elektromobilität als Ganzes, nicht? Intermodal, anderes, also was es da alles gibt, können auch Fahrräder, also alles, die ganze Kette, hoffentlich auch schon bidirektionales Laden. Also das ist das Schaufenster, wirklich 5, 10 Jahre nach vorne, das kann man punktuell machen. Dabei kann man natürlich auch ausprobieren. Ich meine, wir können heute viel denken, aber wie geht die Bevölkerung damit um? Was passiert so alles? Ich habe in meinem Leben einmal so ein Projekt, ein großes Projekt starten müssen, wo ich weder die Technologie kannte, noch das Geschäftsmodell, noch. Und ich muss sagen, man kann sich noch so viele Business Cases zusammen machen. Das Wichtige beim Business Case ist, dass man die Parameter kennt, an denen man dreht. Ich kann sagen, man verhaut sich in den Annahmen in der Regel immer. Solange der Case in sich stimmt, dass man weiß, okay, du hast dich verhauen und deswegen klappt das nicht, ist es gut, also man die Sache verstanden hat. Und so wollen wir hier auch vorangehen. Also in diesem Sinne glaube ich, dass wir hier einen Langstreckenlauf vor uns haben. Ich habe das immer beantwortet, wenn die Leute sagten, die Franzosen haben jetzt schon 50.000 öffentliche Autos beschafft, dann habe ich gesagt, das ist noch keine Strategie. Und das Zweite war, wenn man 10.000 Meter läuft, gewinnt in der Regel nicht der, der nach 100 Meter vorne ist. Da sind wir auch und ich glaube, wenn wir das so systematisch weitermachen, wie wir das bisher angegangen sind, auch technologieoffen, also die Augen nicht verschließen und sagen, wir haben doch mal einen Plan gehabt, sondern immer genau beobachten, was tun die anderen, was ergibt sich und so weiter und dann nachregeln, werden wir ja auch erfolgreich sein. Vielen Dank.